So, Investitionsentscheidungen. In dieser Grafik haben wir die Konsumniveaus in Zeitpunkt 1, C1 und Zeitpunkt 2, C2 gegeneinander abgetragen. Denn bei der Investitionsentscheidung geht es ja im Endeffekt darum, wie viel können wir heute konsumieren und wie viel können wir morgen konsumieren bei der gleichen Investitionsentscheidung. Und die zulässigen Konsumpläne liegen hier auf der gepunkteten Fläche und auf dem Rand dieser gepunkteten Fläche. Das sind die zulässigen Konsumpläne für diese Investitionsentscheidung, wie wir sie hier gezeichnet haben. Und ganz klar effizient sind hier genau die Pläne, die auf dem Rand der zulässigen Konsumpläne liegen, und zwar hier diesem Nordostrand. Okay? Also hier die auf der Achse, die sind nicht effizient natürlich, aber die hier auf dem Nordostrand sind effizient. Warum? Ausgehend von irgendeinem Punkt auf dem Rand, zum Beispiel hier, gibt es nämlich keinen anderen Punkt, der erstens zulässig ist, also entweder auf dem Rand oder auf der gepunkteten Fläche liegt, und zweitens den ersten Punkt dominiert. Nehmen wir zum Beispiel irgendeinen anderen Punkt hier. Da sehen wir, dort haben wir genauso viel Konsum heute, aber viel weniger Konsum morgen als auf dem effizienten Punkt. Okay? Und wir finden eben in dieser Grafik hier keinen anderen Punkt, der erstens zulässig ist und zweitens diesen Punkt hier dominiert. So eine Kombination von C1 und C2 wäre besser, sowohl in Bezug auf C1 als auch in Bezug auf C2. Aber dieser Punkt hier, der ist nicht zulässig, weil er eben außerhalb des Randes ist. Also im Rahmen dieser Investitionsentscheidung ist dieser Punkt hier gar nicht erreichbar. Und das können Sie einfach durchspielen für alles Mögliche an anderen Punkten. Das Wichtige ist, dieser Punkt hier ist auch effizient, auch wenn er diesen hier nicht dominiert. Denn für diesen Punkt hier gilt, dass wir keinen anderen Punkt finden, der zulässig ist und der diesen Punkt dominiert. Das heißt, wir haben hier alle Punkte auf dem Nordwestrand, auf dem Nordostrand hier sind effizient. Und zwar gleichermaßen. Also keiner ist wirklich per se besser. Wir haben hier unendlich viele effiziente Punkte auf dem Nordostrand. Und um einen optimalen Punkt zu finden, brauchen wir eben noch ein zusätzliches Entscheidungskriterium, was in der Regel eben die individuellen Präferenzen sind.